Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Nachrichtenkanal der Verbandsgemeinde Odderbach-Odderberg. Ausbau Straßen. Im Rahmen einer Besprechung beim Landesbetrieb Mobilität wurden intensiv Möglichkeiten diskutiert, wie man die Bauarbeiten an der B270 in Hirschan beschleunigen könnte. Nach derzeitigem Stand wird es keine Winterpause geben, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren. Tausendste Mitfahrerin Bürgerbus. Im November 2016 startete das Erfolgsprojekt Bürgerbus, welches immer erfolgreicher voranschreitet. Das Bürgerbus-Team konnte im September die tausendste Mitfahrerin begrüßen. Frau Strauß aus Odderberg freute sich über einen Blumenstrauß und ein gemeinsames Essen mit dem gesamten Team. Inzwischen sind 37 ehrenamtliche Fahrer, Telefonisten und Organisatoren engagiert. Zweimal in der Woche werden ältere Menschen zu ihren Wunschzielen in der Verbandsgemeinde gefahren. Auftaktveranstaltung Klimaschutz. Nach 3 Jahren war die bisherige Förderung Klimaschutz ausgelaufen. Nun startet die zweite Phase mit einem weiteren Förderprogramm. Zum Auftakt kamen Staatssekretär Dr. Griese, der Fernsehjournalist und Autor Dr. Franz Alt, Landrat AD Rolf Künne und Bertram Fleck. Großes Thema war die Frage, ob die Energiewende noch zu schaffen ist. Ohne kommunale Aktivitäten wird der Klimaschutz nicht vorankommen. Die Kommunen brauchen einen guten Rahmen, einen gesicherten Rahmen, auch entsprechende Förderangebote. Aber alles lebt auch davon, dass die Kommunen sich engagieren und dass im Ort Bürgerinnen und Bürger da sind, die den Klimaschutz als ihre Sache annehmen und auch mit Spaß und Freude vorantreiben. Und das ist hier der Fall. Das will ich mit großem Kompliment sagen. Und ich will auch einige Dinge dazu ansprechen, die hier aus meiner Sicht sehr vorbildlich verwirklicht worden sind. Ich würde fast sagen, wir sind hier in einer Musterkommune von Rheinland-Pfalz für den Klimaschutz. Und deswegen freue ich mich besonders, hier zu sein. Klimaschutzmanagerin Bianca Gass konnte mit mir und Dr. Griese an engagierte Bürger Klimabausteine verleihen. Hierbei versorgt Familie Raab ihre landwirtschaftlichen Gebäude mit Wärme aus selbst angebautem Rapsstroh. Familie Schmitz aus Sulzbachtal erledigt einen Großteil ihrer Fahrten mit dem E-Bike und Familie Zapp hat fast ihren gesamten Energieverbrauch auf erneuerbare Energien umgestellt. Ihre Stimme zählt. Der Jugendtreff Odderberg der Verbandsgemeinde führt derzeit einen Jugendfoto-Workshop unter dem Motto Jugend präsentiert Wohnort mit Kunst durch und ist im Rennen um den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises 2018. Der Publikumspreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Die 50 Erstplatzierten gewinnen zudem die Teilnahme an einem Weiterbildungsseminar über ein Wochenende in Berlin. Unterstützen Sie die Jugendlichen und geben Sie einfach Ihre Stimme für das Projekt Jugendworkshop ab. Die Ergebnisse des Workshops und der fachmännischen Anleitung von Ottmar Zimmermann werden im nächsten Jahr präsentiert. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.